Ich habe diese Video, also diese Stern Polaris letztes Jahr gefilmt, und Polaris ist der einzige Stern, der sich nicht bewegt. Die befindet sich in der Mitte von der Erde, und zwar in den Norden. Und ihr kennt auch diese Video, die gesagt, beobachten die ganze Zeit, gucken, das dauert über 15 Minuten und die bewegt sich überhaupt nicht. Die Behauptung, dass der Polarstern feststeht, scheint recht verbreitet zu sein bei den Freunden der flachen Erde. Nicht nur wie hier im Beispiel bei Giovanni Alaimo. Und sie ergibt natürlich Sinn. Schon aus ästhetischen Gründen wäre es recht praktisch, wenn der Polarstern genau oben zentral an der göttlichen Kuppel angeschraubt wäre. Nun hat aber offensichtlich kein einziger von denen, die das behaupten, mal wirklich nachgeprüft. Wobei das jetzt nicht sonderlich überrascht, ne? Flacherdler und was nachprüfen? Naja, na gut. Dann schaut man sich mal Strichspuraufnahmen an, also Langzeitbelichtungen des Sternenhimmels mit feststehender Kamera, dann fällt was auf. Der nördliche Himmelspol ist recht deutlich zu erkennen als Rotationszentrum all der Kreisbögen. Nur, da ist nichts. Nichts. Genau im Zentrum ist kein einziger Stern zu erkennen. Nicht mal zu Pfingsten, nicht im geringsten. Beim nördlichen Himmelspol befindet sich kein uns bekanntes und beobachtbares Objekt. Und Polaris? Nun, der ist zwei Straßen weiter, nämlich hier. Der ist vom Pol ein ganzes Stück entfernt. Und obendrein noch nicht einmal der polnächste Stern. Da sind einige noch dichter dran. Nur sind die mit bloßem Auge kaum zu sehen. Und Polaris ist halt der hellste in dieser Region. Aber zentral und feststehend geht anders. Unnötig zu erwähnen, dass die Bewegung von Polaris natürlich auch in Giovannis Video zu sehen ist, obwohl er das genaue Gegenteil behauptet. Hier im Zeitraffer wird die Bewegung deutlich. Stellt sich die Frage, wie ein solch offensichtlicher Baumangel mit der Vorstellung eines perfekten, unfehlbaren, allmächtigen Schöpfers in Einklang zu bringen ist. Und es kommt ja noch schlimmer. Stellt man nämlich einmal eine ältere Strichspuraufnahme, in dem Fall hier von 1982, einer aktuellen Simulation gegenüber, die hier rechts im Bild ist mit Hilfe von Stellarium erzeugt, dann gibt's schon wieder ein Problem. Polaris ist ja klar zu erkennen. Aber um den Bereich des Himmelspols herum haben sich einige Kreisbahnen deutlich verändert. Man könnte fast meinen, einige Sterne seien gewandert. Und das innerhalb von weniger als 40 Jahren. Was ist nun schon wieder los? Das Rätsels Lösung zeigt sich, wenn man die Simulation auf den Zeitpunkt der Aufnahme zurückdatiert, hier also 1982. Und schon zeigt sich eine perfekte Übereinstimmung. Was sich hier tatsächlich verändert hat, sind nicht die Positionen der Sterne. Die Anfangspunkte der Kreisbahn, also ihre rechtsläufigen Enden, sind immer noch unverändert. Was sich hingegen sichtbar verändert hat, ist die Position des Himmelspols und somit der Radius der Strichspuren. In der Animation wird das deutlich. Ein Zeitraffer über 40 Jahre. Die Erdachse ist in einer ständigen leichten Taumelbewegung, ähnlich einem Kreisel. Daher wandern die Himmelspole und bei Strichspuraufnahmen verschiebt sich das Rotationszentrum. Die scheinbare Bahn von Polaris zum Beispiel wird enger, da der Himmelspol sich aktuell diesem noch annähert. Und natürlich zeigen sich diese Veränderungen nicht nur in der Simulation, sondern auch bei der Gegenüberstellung mit einer aktuellen Aufnahme, hier von 2017. Abermals eine perfekte Übereinstimmung. Und spätestens jetzt wird's für die angebliche Kuppel richtig unangenehm. Denn es ist ja nicht nur Polaris, der um die Häuser zieht, sondern auch die Himmelspole gehen nachweislich spazieren. Was in völligem Widerspruch steht zu den gängigen Behauptungen der Flacherdler. Also offensichtlich hat die Kuppel einen Lagerschaden, wenn die so dermaßen eiert. Wie das mit göttlicher Perfektion erklärbar sein soll? Nun ja. Fakt ist jedenfalls, Polaris steht nicht zentral im Himmelsnordpol. Fakt ist ebenfalls, auch Polaris zieht eine Kreisbahn. Das zeigt jede Strichspuraufnahme. Und schließlich, die Himmelspole wandern, was sich bereits innerhalb weniger Jahre deutlich nachweisen lässt. Im Übrigen haben auch Nachführungen für Teleskope und Kameras in ihren sogenannten Polsuchern oftmals eine Skala oder Markierung, um beim Ausrichten auf den Himmelspol dessen sich verändernden Abstand zu Polaris berücksichtigen zu können. Man darf gespannt sein, welche Ausreden sich die Flacherdler diesmal wieder einfallen lassen, um diese doch recht unangenehmen Fakten wegzuleugnen. Das wird auf jeden Fall amüsant.
oder einfach nur peinlich. Wie üblich.